Zeit, dass du dich um Bell kümmerst. Sie plant dir alles wegzunehmen, was du hast. Zuerst das Schloss, dann deine wertvolle Rose und schließlich dein Leben. Traue niemandem, nähre deine Wut. Nur Wut macht dich stark. Ich bin stark genug. Es gibt nur eines, das ich will. Was denn? Lieben und geliebt zu werden? Wer könnte es jemals über sich bringen, ein Biest zu lieben? Siehst du, sie hat Komplizen. Hallo, Prinz! Herrje, Herr! Also, wie soll ich es sagen? Gewissermaßen, Du hast alle in das Verlies geworfen, als tätest du... Was habe ich getan? Genau das. Mit wem hast du da vorhin gesprochen, dieser Mann in Schwarz? Xaldin. So heißt er. Er kommt aus der Dunkelheit. Er hat meine Wut angefacht, um mich zu kontrollieren. Er hat meine Trauer, meinen Kummer, meinen Schmerz in unbändigen Zorn verwandelt. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war blind für die Wahrheit. Donnerwetter! Deshalb hast du also all deine Freunde in das Verlies geworfen. Du wolltest verhindern, dass du ihnen was antust, stimmt's? War das der Grund, um sie zu beschützen? Klar, wir wissen, dass du ein gutes Herz hast. Er hat recht, Herr. Wir wissen doch alle, wie gütig ihr sein könnt. Schließlich...
konnte Bell von Anfang an das Gute in eurem Herzen sehen, aber ich fürchte, ihr müsst noch... Bell! Oh, ich habe sie schlecht behandelt. So schlecht und ich war so selbstsüchtig. Davon hat sie aber kein Wort erwähnt. Sie würde nie jemandem von meiner Grausamkeit erzählen. Sie ist zu gut. Oh je, jetzt geht er wieder zu hart mit sich selbst ins Gericht. Warum redest du nicht einfach mit ihr? Aber... Keine Ausflüchte. Komm, wir begleiten dich. Thank you.
Ich warne dich, du wirst es noch bereuen. Bell, wo bist du?